Morgen, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum heutigen Impuls zum Brotbrechen. Jeder Sport hat nicht nur seine Stars, sondern auch seine Legenden. Menschen, die nicht einfach nur erfolgreich waren, sondern die Übermenschliches geleistet haben oder die ihrer Generation die ganz besonderen Momente beschert haben. Leute wie Ayrton Senna, Fritz Walter, Gerd Müller, Neil Armstrong, für die Rallye-Freunde unter uns Walter Röhrl oder auch jemand wie Roger Federer. Und unzweifelhaft haben diese Leute tolle Leistungen erbracht. Und es gibt auch Orte, die Helden machen. Wimbledon zum Beispiel, WM-Stadien oder Olympia. Im Radsport heißen die Frühjahrsklassiker sogar Monumente des Radsports. Im Bergsport oder im Alpinismus, da gibt es das auch. Von Tokio bis nach San Francisco kennen Menschen die Eiger-Nordwand. Der Eiger ist ein Berg in der Schweiz, knapp 4000 Meter hoch, und die Nordwand sind ungefähr 1800 Meter senkrechter Fels. Das ist ungefähr die Entfernung wie von der CGA bis zum Autobahnzubringer. Und dieser Berg, diese Wand galt lange als unbezwingbar. Einmal, weil sie fast senkrecht ist, und Lawinen und Eisfall gibt es dort sommers wie Winter eigentlich den ganzen Tag über. Steinschlag, und wegen der Ausrichtung nach Norden gibt es fast überhaupt gar keine Sonne in der Wand. Und während in ganz Westeuropa schönes Wetter sein kann, kann es in der Wand brutal stürmen. Und auch diese Wand hat ihre Legenden hervorgebracht. Die ersten leider fast alle tragisch. Und diese Wand ist auch so berühmt, weil sich dort Dramen abgespielt haben. Zwischenzeitlich war das Klettern in der Eiger-Nordwand verboten und die Nordwand hieß nur noch Mordwand. 1938 ist es dann erstmalig gelungen, die Wand zu durchsteigen, und wieder waren Helden geboren. Politisch ist das in der NS-Zeit ziemlich ausgeschlachtet worden, aber wenn man heute Bücher über das Klettern liest, dann findet man immer noch die Namen Harrer, Heckmeier und Co. Die Eiger-Nordwand hat eine Besonderheit. Sie hat nämlich einen oder sogar mehrere Notausgänge. Ein richtiger Notausgang mit einer Tür. Und zwar führt seit über 100 Jahren, seit 1912, führt eine Zahnradbahn auf das in der Nachbarschaft liegende Jungfraujoch. Und durch den Eiger führt ein 7 Kilometer langer Tunnel. Ich habe von Kletterern gelesen, die gesagt haben, wenn man in der Wand klettert, kann man die Erschütterung von den Zügen außen in der Wand spüren. Und die Schweizer Mineure, die mussten irgendwo den Schutt von diesem Tunnel beseitigen. Und weil es weit war, also 7 Kilometer langer Tunnel, weil es weit war, den bis zum Ausgang zu schaffen, hat man einfach waagerechte Stollenlöcher gegraben und hat den Schutt einfach die Eiger-Nordwand runtergekippt. Und ein solches Loch, versehen mit einer Holztür, die nie abgeschlossen ist, befindet sich im unteren Drittel der Eiger-Nordwand. Ganz nah an der Normalroute. Und sie hat schon manchem Bergsteiger das Leben gerettet. Für Leute, für die die Nordwand zur Mordwand zu werden drohte, war diese Tür schon oft die letzte Rettung. Der Notausgang in Lebensgefahr. Und dieses Bild, die kleine Tür in der Nordwand, hat mich schon oft an einen Bibelvers erinnert. Quarantäne, Kapitäne, aufgepasst. Jesus spricht: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Dieser Vers steht im Johannesevangelium, 10. Kapitel, ist der Vers 9. Und dieser Satz, den der Herr Jesus gesagt hat, er enthält einige wunderschöne geistliche Wahrheiten. Als erstes wollen wir uns das Ziel dieser Tür anschauen. Eine Tür führt immer irgendwo hin. Und der Herr sagt, wer durch ihn hineingeht, der wird gerettet werden. Gerettet vor dem ewigen Tod, von seiner Schuld, die jeder Mensch hat, befreit. Aus der Ablehnung und Feindschaft gegen Gott heraus kann er zu einem Kind Gottes gemacht werden, wenn er durch diese Tür hineingeht. Diese Worte gehören inhaltlich eigentlich in eine Diskussion mit den Pharisäern, die von einer selbstgewirkten Gerechtigkeit überzeugt waren. Aber Christus sagt, ich bin die Tür. Die Rettung des Christen liegt nicht in dem, was er tut, sondern in dem, an den er glaubt, in seinem Christus.
Und diese Rettung ist ganz sicher. Die ist nicht eventuell. Wenn man durch die Tür im Eiger kommt, dann steht man in einem Eisenbahntunnel. Ich habe von jemandem gelesen, der vor einem Sturm durch diese Tür geflohen ist und auf dem Weg zum Tunnelausgang begegnete er einem dieser Züge. Und am Ende war er nicht sicher, ob das dramatischere Erlebnis in der Nordwand war oder die 30 Zentimeter Platz, die er hatte, um sich an diesem Zug vorbeizuquetschen, der ihm entgegenkam. Aber hier ist das anders. Wer durch Christus hineingeht, der ist ganz, ganz sicher. Die Leute, die wir begraben haben, von denen wir wissen, dass sie Kinder Gottes waren, sind ganz sicher bei Christus. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Die zweite schöne Wahrheit ist die Tatsache, dass es eine Tür gibt. Wer erkennt, dass er verloren ist, freut sich über nichts mehr als über die Möglichkeit einer Rettung. Und es gibt Hoffnung für jeden Menschen, der Rettung sucht. Gott steht uns gegenüber nicht in der Pflicht, aber seine Liebe zu uns lässt ihn eine Rettung schaffen. Und ganz ähnlich wie beim Eiger ist diese Tür immer offen. Nicht wer den richtigen Schlüssel hat, darf eintreten oder wer den Riegel aufgezogen bekommt, darf rein, sondern man muss einfach nur hindurchgehen. Und es liest sich auch nicht so, als ob es grundsätzlich schwierig sei, durch diese Tür hindurchzugehen. Im Drama vom Eiger von 1936, da hing ein junger Mann an einem Seil kurz vor dieser eben beschriebenen Tür. Und die Retter waren schon aus dem Tunnel durch die Tür bis zu ihm vorgedrungen und sie konnten sich unterhalten. Und alles, was dieser Mann noch tun musste, war mit seinem Taschenmesser das Seil zu kappen. Aber dafür hatte er leider keine Kraft mehr. Und mit der Rettung der Seele ist das aber anders. Es ist so, dass der Herr Jesus gesagt hat, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Er ist gekommen als Tür zum Vater für die Schwachen. Das nächste, was in diesem Bibelvers beschrieben ist, ist, dass hier Schafe Weide finden. So, Jesus spricht, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und wird Weide finden. In Johannes 10 verwendet der Herr die ganze Zeit das Bild von Schafen als Sinnbild für Menschen und von einem Hirten. Und deswegen beginnt dieser Teilabschnitt in Vers 7 auch mit, ich bin die Tür der Schafe, die Tür für die Schafe. Und Schafe brauchen eine Weide, brauchen zu fressen. Und davon redet der letzte Teil dieses Verses. Die Schafe gehen ein und aus und finden Nahrung. Und unser Glaube ist sowohl zukunftsgewandt. Wir erwarten die Rettung unserer Seele, aber er ist auch für die Gegenwart. Die Seele braucht Nahrung, denn, so hat der Herr ja auch gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von all dem, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und in Johannes 10, Vers 10, der Vers danach steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Leben im Überfluss, das ist Recht und Pflicht des Christen gleichzeitig. Um diese Tür, die wir haben, besser zu verstehen, sollte man auch den Vers 11 in Johannes 10 lesen. Da heißt es, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Um uns zu retten, ist Jesu Blut vergossen worden. Nur weil er am Kreuz gestorben ist und die Strafe für unsere Sünde getragen hat, können wir frei sein. Im Jahre 1936 wurde die Pflicht für die Bergretter abgeschafft, Leute aus der Eiger Nordwand zu retten, weil man nicht davon ausgehen konnte oder man wollte die Leute nicht verpflichten, diese waghalsigen Gefahren einzugehen, um jemand anders zu retten. Aber hier heißt es, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Christus kam und wusste genau, dass er das tun würde. Und wie groß ist das, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, auf die Erde kommt, um für Menschen zu sterben, weil er das perfekte Opferlamm ist, weil sein Blut reinwäscht von aller Sünde. Ganz am Anfang habe ich einige
Helden oder Legenden zitiert. Aber wie viel mehr ist das, was der Herr Jesus getan hat? Ja, was ist er für ein großer Held? Wie groß ist die Tat, die er vollbracht hat, dass er den Zorn Gottes für uns getragen hat, damit wir frei sein können? In Johannes 15, Vers 13 steht, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und das hat der Herr Jesus für uns getan. Er hat sein Leben gegeben, damit wir leben können. Und wenn wir jetzt Brot und Wein nehmen, dann denken wir genau daran, dass der Herr sein Leben für uns gegeben hat, dass sein Blut uns reinwäscht von aller Sünde und dass wir freie, befreite Menschen sein dürfen wegen ihm. Er ist unser Held und er hat das, die größte Heldentat vollbracht, die es nur geben kann. Danke, Herr Jesus, dafür. Amen.